Woher weißt du, ob deine Geschäftsidee funktioniert? Ich bin Raik Hane und in diesem Video verrate ich dir, wie du bereits vor dem Start herausfindest, ob dein Geschäftskonzept am Markt funktioniert und vor allem, dass du auch entsprechend Geld damit verdienen kannst. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich helfe Unternehmern wie dir dabei, deine Arbeitszeit zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Egal ob Einsteiger, Selbstständiger oder etablierter Geschäftsführer. In dem heutigen Video geht es darum, wie du deine Geschäftsidee findest und vor allem auch validierst. Das heißt, wenn du ein konkretes Werkzeug suchst, dass das ganze Thema funktioniert, dann lohnt es sich bis zum Ende dran zu bleiben. Denn am Ende habe ich noch einen kleinen Bonus für dich, der dir extrem viel Arbeit abnehmen wird. Also dranbleiben. Raik, ich habe tausende Ideen. Jede von denen ist wirklich Millionen wert. Aber ich weiß einfach nicht, welche ich umsetzen soll. Ja, wenn du das Thema kennst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn ganz wichtig, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie du schaffst, deine Idee, dein Konzept, aber auch deine Geschäftskonstrukte bereits vor dem Start zu testen. Ganz, ganz häufig machen auch große Konzerne den Fehler, dass etwas produziert wird, dass etwas erstellt wird, was dann später am Markt überhaupt nicht funktioniert, was komplett gegen den Baum geht. Das ist natürlich, das ist immer in einem Entwicklungsprozess notwendig, aber das Entscheidende ist, gerade zum Anfang, wo du noch kein Geld hast, wo du noch keine Ressourcen hast, um solche Tiefschläge auch zu verkraften, brauchst du ein paar Werkzeuge, die funktionieren. Und genau das ist das Thema. Also das Erste ist doch, wie findest du die richtige Idee? Dazu hatte ich bereits ein Video gemacht, das heißt nochmal ein Video entsprechend zurückgehen, wo es einfach darum geht, was deine Superpower ist und wie du diese entsprechend einsetzen kannst. Wenn du davon jetzt zwei, drei Sachen gefunden hast, dann geht es darum, das am Markt auszutesten. Und so funktioniert es einfach immer. Niemand weiß, ob die Sachen funktionieren. Du musst es probieren. Das Wichtige ist, mit wie viel Kapitaleinsatz. Einfaches Beispiel, wenn du eine Dienstleistung hast, egal ob jetzt im Bereich Coaching, Tipps, Empfehlungen, dort kannst du mit sehr, sehr wenig Kapitaleinsatz deine Idee testen. Warum? Weil du ja nur mit den Menschen in den Kontakt treten musst, ihnen deine Lösung vorschlägst und dann kannst du daraus ein Ergebnis ableiten. Wenn du dann eine Provision bekommst und entsprechend dein Honorar, dann ist das Konzept validiert. Dann musst du letzten Endes diesen Prozess einfach nur verbessern, beschleunigen, automatisieren und dann funktioniert das ganze Thema. Ein bisschen anders ist es, wenn du jetzt zum Beispiel ein Müsli-Riegel an den Start bringen willst, wo du Produktionskosten hast, Lieferketten, wo du in den Lebensmitteleinzelhandel willst oder in den entsprechenden Online-Versand, wo einfach sehr, sehr viel Kapital zu Beginn notwendig ist, damit das Thema validiert wird. Und jetzt kommt das Coole dabei, wenn du diese Sachen einfach mal dir aus der Vogelperspektive anschaust, dann haben sie alle eine Gemeinsamkeit, egal ob Produkt oder Dienstleistung. Diese Gemeinsamkeit ist extrem wichtig. Eine erfolgreiche Markttestung hat immer dieselbe Struktur. Als erstes identifizierst du eine Zielgruppe, die ein Problem hat. Egal welches Problem das ist. Nochmal, egal ob du die Müsli-Riegel hast für Leute, die viel unterwegs sind, die sich gesund ernähren wollen und einen perfekten Snack für zwischendurch brauchen. Egal ob du die Leute hast, die irgendwie sehr, sehr viel im Zug fahren und irgendwie ein spezielles Workout brauchen. Oder ob du vielleicht etwas gefunden hast, was in der Schulbildung noch fehlt. Völlig egal. Du hast eine Zielgruppe identifiziert, die ein Problem hat. Und jetzt ist doch die Frage, wie sieht die Lösung dieses Problems aus? Es gibt dann eine allgemeingültige Lösung, die man bräuchte. Das heißt, wenn du im Schulsystem etwas gefunden hast und sagst, hey, wir bräuchten mehr Digitalisierung, aber wir bräuchten als große Lösung, dass der Bund Gelder dafür gibt, dass man alle Schulen durchdigitalisieren kann. Diese Lösung ist zu weit weg. Und jetzt kommt das Clevere dabei. Jetzt kommst du mit deiner Lösung. Welchen Vorschlag hast du? Das heißt, aus dem großen Ganzen nimmst du dir einen Teilbereich heraus, den nur du lösen kannst und in dem du auch einzigartig bist. Das heißt, wichtig ist auch immer, wo bist du einzigartig? Ich weiß, es kommt natürlich berechtigt die Frage, ja Raik, aber das kann ja grundsätzlich jeder machen. Einfaches Beispiel, wie viele Unternehmensberater schätzt du gibt es? Allein in Deutschland sind mehrere 10.000 unterwegs. Warum? Weil Unternehmensberater kein geschützter Beruf ist. Der Unterschied ist, es gibt keinen, der aktiver Profisportler ist und im Sport sehr, sehr erfolgreich geworden ist und der das ausschließlich digital macht. So, zack, damit bin ich einzigartig. Und nur diese zwei Komponenten habe ich zusammengefügt. Und jetzt ist auch die Frage, welche Komponenten führst du zusammen, damit das auch entsprechend für dich funktioniert. Und jetzt kommen wir auf den Kern der Sache. Das heißt, um zu prüfen, ob dein Produkt auch wirklich funktioniert, ob deine Leistung auch wirklich funktioniert, machst du bitte Folgendes. Du produzierst nichts in diesem Produkt. Du machst keine Dienstleistung fertig, gar nichts. Du machst nichts Abgefahrenes, sondern es gibt nur einen einzigen Weg, den du gehen musst, damit du mit sehr, sehr geringem Kapitaleinsatz das probierst und vor allem, dass du schnell Veränderungen vornehmen kannst.
Und zwar machst du eine Homepage. Auf dieser Homepage kümmerst du dich um genau drei Sachen. Die erste Sache ist, dass du deine Zielgruppe wirklich ansprichst, dass du auf diese Person eingehst, auf diesen Personenkreis. Und selbst wenn es Unternehmen sind, dann sind es auch Menschen, die in diesem Unternehmen tätig sind. Der zweite Punkt ist, dass du das Problem genau definierst, dass du es wirklich beleuchtest. Dafür ist es wichtig, dass du Recherche machst, dass du das Problem auch wirklich kennst. Und der dritte Punkt ist, dann schlägst du deine Lösung vor. Wichtig, das Ganze machst du über ein Video. Das heißt, so wie du dir jetzt auch ein Video anschaust, machst du ein kurzes, knackiges Video, was nicht länger als 3 Minuten ist, indem du noch einmal die Zielgruppe definierst, das Problem genau schilderst und deine Lösung entsprechend vorstellst. Nicht mehr als 3 Minuten. Und dann gehst du mit diesem Thema raus. Und jetzt machst du nichts anderes, als eine Bezahlfunktion einzubauen. Das heißt, wenn die Leute diese Leistung haben wollen, dieses Produkt haben wollen, dann müssen sie auch dafür bereits bezahlen. Ja? PayPal-Account kannst du kostenlos einrichten. Es gibt viele Bezahlanbieter, die bei Kleinstbeträgen auch keine Gebühren verlangen. Das kannst du extrem schnell auf den Weg bringen. Und mehr musst du nicht tun. Denn, dass jemand sagt, hey, das würde ich auch kaufen, ist ein himmelweiter Unterschied zu dem Punkt, dass er sagt, hey, ich mache mein Portemonnaie auf, hier ist mein Geld und jetzt möchte ich bitte das Produkt haben. Und jetzt sagst du, auch berechtigt, Herr Reik, aber ich habe das Produkt doch noch gar nicht. Brauchst du auch nicht. Ein Auto, das du bestellst, hat mehrere Wochen oder Monate Lieferzeit. Eine Reise, die du buchst, erfolgt auch in sehr, sehr vielen Wochen, teilweise Monaten. Es ist egal, es muss nicht immer gleich alles da sein. Das kannst du auch entsprechend in dein Video mit einbinden und sagen, hey, ich möchte das mit dir gemeinsam umsetzen. Das Produkt, die Leistung wird in 2-3 Wochen nach der Startphase entsprechend angeboten und du hast jetzt dir die Chance, einer der Ersten zu sein. Für einen Rabatt von 30%, 40%, teilweise 50%, warum nicht? Aber du hast damit bewiesen, dass Menschen bereit sind, für dein Produkt oder deine Leistung Geld zu bezahlen. Und jetzt ganz wichtig, es kann sein, und das ist der Tipp ganz zu Beginn, den ich genannt hatte, dass nicht jeder sofort bereit ist, für dein Video, das du gemacht hast, sofort mit dem Geld rauszurücken. Dann passt du einfach Kleinigkeiten an. Auch dort, du gehst wieder in die Feedback-Runde rein und sprichst mit den Menschen. Hey, was hat dir gefehlt? Was braucht es noch? Was muss ich vielleicht verändern? War der Preis zu hoch, zu niedrig? Was hat dir im Angebot gefehlt? Das ist die Fleißarbeit, die dann später als Unternehmer belohnt wird. Und nur damit du eine Idee hast. Du kennst sicherlich Dropbox oder nutzt es vielleicht selbst. Damals, als Dropbox an den Start gegangen ist, sind sie genau mit diesem Konzept sind sie losgegangen. Es gab keine Server, es gab diese ganze Technologie noch nicht. Es gab nur die Idee und ein, ich sag mal, handgemaltes Video, in dem die Technologie erklärt worden ist. Dieses Video hat nicht mal 2 Minuten gedauert und hat in der Startphase 24 Millionen Dollar eingesammelt. Insofern kann ich dir sagen, diese Videos solltest du dir genau überlegen und dort deine Energie reinstecken, statt aufwendig und für sehr, sehr teures Geld Dinge vorzuproduzieren. Vielen Dank, dass du dir diesen Beitrag angeschaut hast. Wenn dir das Video geholfen hat, dann teile es bitte unbedingt mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du oder die auch gerade versuchen, ihr Unternehmen hochzuziehen. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung, dein Reik.